Theoretisch, ja, da nicht ganz unrecht. Oh Gott, Kinder, jetzt bin ich gespannt, wo das Ganze noch hinführt, weil wir uns den Schein getroffen haben. Oh, ob das uns eventuell nicht noch fatal zum Verhängnis wird. Es guckt nicht so wie so eine. Keine Ahnung. Irgendwas. Für das Volk! Für das Volk! Ah. Da lang! Bastard! Soll ich sogar schon töten? Hä? Wo? Ex! Scharfschütze, ich korrigiere dich ungern. So, es kämpft sie für uns. Ja, kannst du mal machen. Nee, mach lieber das, ist besser. Huch da! So, geht doch. Ach so, sorry, war zu unvorsichtig, mein Fehler. So, hat sich erledigt, die Sache hier. Sehr schön. Verlust erlitten. Negativ. Noch besser. Salze. Munition. Oh ja, danke. Ich weiß zwar bald noch. Nehmen wir mal wohin mit dem ganzen Geld, aber okay. Ich denke, wenn ich noch Verwendung gefunden. Hatte denn eine Barbie mal? Eine Barbie, sag ich schon. Elizabeth. Hier. Mach mal. Ja, ja. Wieder drauf. So, noch gucken, ob es hier was gibt. Eventuell zwischenzeitlich. Hotdog. Lecker. Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Ja, ich glaube, hier kommen wir jetzt relativ zügig durch. Dann gehen wir jetzt mal. Hallöchen. Oh, kann man euch jetzt was kaufen? Gibt es da vielleicht was Interessantes? Bronco und Krähe. Nein. Munition, Karabiner. Ja, dann können wir ein bisschen was einkaufen. Trotzdem brauchen wir eigentlich nichts hier, oder? Das ist faszinierend. So, Hebel wieder betätigen. Jetzt können wir das switchen. Durchkommen. Klapp, klapp. Können wir es durchkriechen. Wir haben es geschafft. Glaubst du? Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt so leider echt gar nicht beantworten, meine Kleine. Bum, bum. Ja, gut, so geht's auch. Okay. Ach, gibt's ja, kann mir hier behilflich sein, irgend. Naja, ne, hat sich gerade. Ja, Leute, hier gibt's Dicken auf dem Krieg. Achso, falsche Technik, die bitte. So, danke schön. Scheint jetzt friedlich zu sein, dann machen die kurz Platz. Plätze in Verbünden nicht. Ja, so, warte, wir haben hier sofort nicht abgecrayt. Sollen wir vielleicht mal tun, ne? Das hört nicht eh gleich auf. Und zwar jetzt gleich. So, Thema erledigt. Was, Elizabeth? Alles cool? Wo ist man eigentlich hin? Da lang. Ja, ja. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Gebiet hier schon ein bisschen sauber kriegen. Dass immer Ruhe herrscht. Wenn es möglich ist, wohl bemerkt. Wenn. So, oh. Guck mal, noch ein bisschen Salz. Sehr gut. Habe mich ja einmal versehentlich jetzt eine falsche Fähigkeit eingesetzt. Du. Da ist geschlossen heute. Schade. Schrotze. Nö, keine Interesse. Da drüben war doch einer gestanden, ne? Ist er jetzt tot? Fragen, lieber Fragen. Sandwich noch. Die hier scheint jetzt nichts mehr zu geben. Ja, so geht's mir auch ganz. So, was gibt's bei dir? Du bist ein Standard-Freak. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte einen. Nee, nee, nee. Mülleimer. Ist auch durchsucht, obwohl wir wieder einmal in anderen Dimensionen sind.
Aber naja, nun gut. Das sage ich jetzt mal nichts mehr dazu. Das ist eh ein bisschen verschoben hier. Alles. So ist. Halt doch die Fresse. Quäl dich nicht rum, Mann. Sag doch einfach, dass du einen Kopfschuss brauchst. Tja, ist ja blöd, wenn man einen falschen Arbeitgeber hat, mein Freund. Oh. Was? Ist da jetzt was? Nö, das ist nichts. Ah, außer dass ich was runtergefallen wäre. Nee, das ist auch nichts. Da was ist das? Weiß ich nicht. Mach mal auf. Da ist noch unsere Uhr. Da haben wir hier noch was. Nee, hier ist ja nichts mehr. Gut, schade. Kann man das durchschießen? Nein. Wäre natürlich jetzt witzig gewesen. So, pop, durchschießen, fertig. So, du bist okay. Dann müssen wir jetzt kurz noch schauen. Da drüben war der andere Automat, meine ich. Werden wir dann kurz doch vielleicht mal ein paar andere Waffen noch aufrüsten. Kiste durchsuchen. Ja, kennt man ja. So, lass mal gucken. Was ist denn das? Salvengeschütz? Nein. Schrotflinte? Nein. Feuerrate? Einmal. Ja, nehmen wir mal an. Schadensfuß, das ist halt das Salvengeschütz und das ist ja eigentlich das, was ich nicht möchte. Aber das ist das andere Salvengeschütz, was wir haben. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Nee, das sieht so aus, mit so einem Visier und so einem X drauf. Das hat er gar nicht. Das führt er ja noch nicht einmal. Eieieiei. Was haben wir hier? Panzerfaust, Magazinvergrößerung. Weißt du was? Kaufen wir uns mal. Das ist weg. Da haben wir ein bisschen was ausgegeben mal. Ein bisschen was für die Wirtschaft getan, mit dem jetzt hoffentlich wieder anlaufen wird. Hoffe ich. Zumindest. Oh, was haben wir denn da? Achso, die Waffe. Hier ist etwas Geld. Ah, sehr schön. Kann ich gebrauchen, habe ich gerade welches ausgegeben. Für unsere Sicherheit. Die des Volkes. So, ah, stimmt, bin ich ja da rein, logischerweise. La 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 la. Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm. Ja? Verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Ja. Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich weiß es nicht. Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Oh. Wenn er euch mit Häufe dann könnte, dann würde er euch mit Häufe. Oh, schlecht. Ich würde mal da weggehen, Elisabeth. Bitte, danke, weil die schweißen da gerade. Das könnte jetzt gleich. Puh! Oh. Munition. Bitte. Von mir aus. Ach, der Schweiß. Aber wenn ihr mit. Was denn? Bunsenbrenner. Dann haltet euch. So, jetzt kämpfen wir jetzt mal für uns. Nehmen ein bisschen Arbeit ab. Moment noch! Salze, hepp! Hol die da raus! Danke. Ja, danke schön. Ah, was mache ich da? Rechtsklick-Aktion, scheiße. Na Mann! Oh, schlecht ist einer draufgegangen. Den da, los! Okay! So, mal gucken, was der kann. Ja.
Ja, mach ruhig. Oh, ich sag euch, die Waffe ist scheiße. Bleib mir lieber bei der hier, die ist toll. Ja, ich bin auch vom Damage, ja, manchmal kann ich leider nicht upgraden. Hör mal auf. Ja, Alter, bist du verrückt, mit dem Raketenwerfer zu schießen? Ja, ja, jetzt entspann dich, also Übersicht bewahren. Krieg ich vielleicht mal eine neue Waffe? Ja, finde ich schon besser. Wo kam das denn her? Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Wollen wir uns darum kümmern? Wir sind gewalttätig und voller Kraft. Ja, ich würde es mal behaupten. Schalalalalalalala. Ja, Rondell. Ich bin ja voll viel rumfahren. Ja, gucken wir uns mal durch den Gegend an. Vielleicht finden wir hier sogar etwas, wo wir hin können. Hallöchen, mein Freund. Zack, voll aus dem Maul. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Was? Das war schon ein Gegner, das muss ich echt eliminieren. Ach scheiße. Bitte sehr! Danke. Ja, aber zwar nur notwendig gewesen, aber danke. Jetzt warte mal kurz. Wobei können wir vielleicht noch brauchen. Wo? Ja, tut weh. Hier Stress. Lalala, jetzt wird's natürlich wieder witzig. Oh, Patriot. Ja, Patriot. Ach, der schon aus. Ist ja praktisch. Wenn du meinst, hier. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja, jetzt entspann dich. Wir haben hier nur eine einmalige Möglichkeit, hier zu sein und Material zu looten, ne? Von daher bleibt mal ganz cool. Wir müssen wahrscheinlich doch vorne hin. Ja. Vorher holen wir uns noch die Salze. Holen uns hier noch ein bisschen Material. Rüsten uns ein bisschen mal aus. Gucken wir uns vorher um. Was haben wir da? Panzerfaust. Ist im Grunde eigentlich nicht verkehrt, ne? Nehmen wir einfach jetzt mal mit. Warum? Weil wir es können. Scharfschützengewehr. Hier befindet sich jetzt leider nichts mehr. Ich gucke mich nicht um, weil das ist auch wieder so ein Fall, dass wir nur einmalig sind, so wie es aussieht. Und wenn wir das Ding jetzt zum Absturz bringen, Schloss Falkern, war es das dann. Das heißt, wenn mal hier was gewesen ist, können wir uns hier nicht mehr rumschauen. So. Motor zerstören. Okay, jetzt. Und jetzt runter von dem Ding. Oh ja, aber ZZ, wenn es geht. Ups. Ach, ich muss da lang. Bin ich jetzt ein bisschen ungeil. Was? Da raus. Okay. Akzeptiert. Oi. Booker. Das war unglaublich. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Die Tore sind offen. Ja, sag mal durch. Huiuiui, es war ein schwarziger Abteil, muss ich sagen. Ging ja jetzt aber flott. Alle Achtung. Hallöchen, ich bin. Ich hab einen Raketenwerfer und du?
Du nicht? Schade. So. Machen wir Fragen. Any questions here? Any peripheries? Nobody. Nice things, baby. So, darf ich mich jetzt mal umgucken. Gott, flippt halt aus. Jetzt entspannt euch doch mal. Meine Güte, Kinder. Ich bin gerade meinen, wir haben am Krieg. Ja, okay, ist immer. So, das große Ding haben wir uns, wie gesagt, aber für die großen Sachen auch. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. So, erhöht ein Skyline, die Präzision von Waffen. Ja, nehmt's mit, aber ich denke nicht, dass wir es nehmen werden. Da haben wir cooleres Material. So, Salze, das. Gibt's hier sonst noch was? Jetzt mach mal langsam. Wir müssen uns erstmal umgucken, Kleine. Weil, auch wieder so eine Sache, ne? Kann sein, dass hier hinten wieder irgendwas versteckt ist, was natürlich keine Sau ist. Man guckt im ersten Augenblick. Müsli-Riegel, Gesundheit. Ja, das brennt schön von sich. Ja, ist knusprig, ne? Tring, tring! Alle Passagiere bitte rein. Du bist drin. Gut, dann gehen wir hoch. Oh, Kerle. Gibt's auch noch ein spannenderes Abteil außer permanenten Krieg? Das wäre schön. Weil irgendwie kommt mir das gerade so vor, wir haben eigentlich schon wieder fast Richtung Ende, wobei ich es nicht vorstellen könnte. Das geht eigentlich auf ein letztes Spiel rein, theoretisch. Ich hoffe zumindest. Ist mir parallel nur was trinke, ohne dass ich das wieder mitbekommt. Njam. Dann gucken wir uns ein bisschen raus. Ja. Ah, guck mal. Hallo, ich bin. Ich finde es wie geil von der Aufmachung her alles. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Ja, im Grunde schon. Mit dir reden kann man nicht. Gott, siehst du traurig aus. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Oh, Telefon. Gehst du mal ran? Hallo, du bist die Frau hier. Ja, jetzt guck nicht so. Ach, Mensch, Kind, echt. Geh mal halt mal ran, wenn du es nicht machst. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Danke. Ah, geht weiter. Klopf, klopf. Freunde? Tut den Schweinen! Hä? Ich steck dir ein Messer rein. Ja, Gott, wenn du meinst. Super, sind alle gegen uns. Oh, ich flippe aus. Nee, ich geh jetzt nicht zur Fabrik. Ja, ich geh jetzt heim. Ich hab keinen Bock mehr. Jeder will uns killen. Meine Fresse. Mein Booker, der will ja wewewe. Schon mal Paralleldimension gehört. Meine Fresse, bist du unterprivilegiert. Blöd, du. Na, geh mal jetzt da lang. Schon einmal. Wir müssen einkaufen. Frustkauf. Ja, was gibt's? Um deine Gesundheit, geh weg. Was hast du? Ah, du hast Upgrades. Cool. Ah. Oh, was ist das? Macht beim Angriff kurzzeitig verwundbar und lädt den Schild wieder auf. Uiuiuiuiuiui. Verringert die Menge an Salzen, die benötigt sind, um beherrschen zu nutzen. Oh, das wäre nochmal verkehrt, so viel Geld haben wir, ne? Da fehlt noch 500. Und du bist kaputt? Du bist auch kaputt, dann geht's. Magazinvergrößerung. Oh, was haben wir da? Weniger Rückstoß. Na, weiß nicht. Schadensboost mit der Knarre. Okay, jetzt haben wir es endlich. Brawlscan, 25% mehr Schaden.
Oder wir nehmen die hier. Wir haben ja gerade so einen Raketenwerfer gerade, ne? Na, nehmen wir halt erstmal. So, Schadensboost nochmal. Dankeschön. Hat der Raketenwerfer hier auch was? Das müsste der sein. Ne, ist aus halbem geschützten Maß. Schrotflinte, nö, da hat hier nichts mehr. Das ist jetzt mal wieder eine Sauerei. Das, was man mit sich rumträgt, ein Senator. Ja, Gott, du und Rallatich. Oh, da ist. Oh, guck mal, was sich da versteckt. 30% Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht wird. Das beherrschte Opfer ist ein paar Sekunden lang ein Verbündeter. Ja, nimm's mit, aber. Sie sterben dafür viel zu schnell.